Hallo zusammen, ich habe hier ein neues Produkt. Könnt ihr alles selber machen, und zwar ist das drei Bretter. So ein Bock. Wichtig ist, das Produkt oder das Brett muss hier 525 mm sein und in der Höhe etwa 200, was nicht ganz so genau ist. Das ist ein Unterbau für einen Tiefkühlschrank. Den zeige ich euch jetzt. Wir haben hier eben diesen Unterbau, der könnte auch ein bisschen länger sein, das spielt keine Rolle. Und ich habe dieses Aggregat. Und das ist ein Tiefkühlschrank. Und den Unterbau brauche ich, um dieses Kühlaggregat zu versorgen. Aber wir schauen uns jetzt das Tiefkühlaggregat kurz an. Ich stecke den hier ein. Wir haben hier oben nicht Standard BD35, sondern wir haben hier ein BD100. Inklusive natürlichem Kältemittel R290, das ist Propan oder Reinpropan. Und wir sehen hier, das Gerät war jetzt aus, aber wir haben hier eine Temperatur. Das ist das mit der neuen Kamera, die das geht, einmal nicht ganz, von minus 24 Grad. Und jetzt kann ich hier dieses Kühlaggregat hier unten rein machen. Und so habe ich den Kühlschrank von vorn. Hier kommt noch eine Abdeckung drüber, das baut ihr auch selber, weil wir bauen Kühlschränke und keine Holzmöbel. Und so habe ich den Kühlschrank, und wir sehen hier, wenn ich natürlich die Tür aufmache, dann steigt die Temperatur. Der Vorteil ist, wenn ich so eine starke Maschine habe, dann habe ich eine Gefrierleistung in diesem Schrank drin von etwa 5 Kilo pro Tag. Das heißt, wenn ich als Fischer unterwegs bin, kann ich hier meinen Fisch tiefkühlen, wenn ich nach Norwegen fahre. Wir schauen uns das hier jetzt im Katalog an. Das ist der Wemo GS30 und da sind diese Optionen drin. Also der GS30 hat einen Preis von 1.194 Euro bzw. Schweizer Franken. Dann habe ich die verstärkte Maschine, die GT. Ich könnte noch eine Vorrangschaltung haben, über 230 Volt. Und den Digitalthermostaten. Ich kann natürlich jetzt hier oben drauf den Kühlschrank stellen. Und das zeige ich euch in einem anderen Video, das verlinke ich euch dann irgendwann hier oben. Und hier mache ich euch ein Video, wo ich euch diesen Schrank besser vorstelle. Option Digitalthermostat und eben, ich kann den so verstecken oben drin. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.